Ich bin die Anna Wahl. Mir hat meine Oma immer schon ganz viel von den Katteln erzählt. Die haben früher immer damit gearbeitet. Oft erzählt vom Kattelschauen, wie sie da beieinander gesessen sind. Und ich bin Sonderschullehrerin. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das einmal in die Schule mitnimmt und vielleicht die Kinder gibt, dass die raten können, was das ist, weil das kennt eigentlich keiner mehr heute. Und man kann auch sonst eigentlich in der Schule mehr damit machen. Wenn man Kattel zum Beispiel so nimmt, das macht ein ganz witziges Geräusch, fast wie wenn man über einen Kampi so drüber fährt.